Neugierig, offen bleiben und mutig sein. Also ich glaube, das ist das, was uns das letzte Jahr begleitet hat. Das war natürlich sehr herausfordernd, weil sich auch bei uns im Team viel verändert hat. Die Rollen haben sich verändert. Wir sind heute ganz anders aufgestellt. Und man muss da irgendwie loslassen können von Vorstellungen, die man hatte. Also mein Bild von der Vollpension, von der Vision ist heute ein anderes wie vor einem Jahr. Und es ist aber nicht schlechter. Mein Name ist Julia Krennmeier und ich bin eine der Mitgründerinnen der Vollpension. Ich bin der Moritz Büffel-Bercevic und bin der zweite im Bunde von insgesamt drei Vollpensionsgründern. Die Kernthemen der Vollpension, die von Anfang an sind Isolation im Alter, Beschäftigung im Alter, Altersarmut, Generationendialog, das Miteinander von Alt und Jung. Die Themen sind jetzt durch die Pandemie, sage ich mal, aktueller denn je. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die einfach im hohen Alter aufgrund von fehlenden Pensionssystemen einen Zuverdienst gehabt haben bis zur Pandemie und den jetzt möglicherweise nicht mehr haben. Und da möchten wir einen kleinen Teil dazu beitragen, dass Leute sich was dazu verdienen können und auch, dass die Themen gehört werden und thematisiert werden. Wir haben im März letzten Jahres, ist es uns eh gleich gegangen wie allen anderen Gastronomen, Touristikern und vielen Unternehmerinnen in Österreich, mal so der erste Schock über die Sorgen, die eigene Familie hinaus, dann der zweite Gedanke, was ist jetzt mit dem Betrieb? Was bedeutet das für die Vollpension? Was kann man tun? Da sind zwei Ideen rausgepurzelt. Das eine war das Crowdfunding, wo wir von Gästen und Fans 140.000 Euro in Pre-Sales und als Crowdinvestment uns geholt haben. Was für die Vollpension jetzt eine zusätzliche Herausforderung ist zu der Challenge, die alle Unternehmer zu lösen haben, ist, dass die Seniorinnen, also unsere 45 Oldies, nicht für die Kurzarbeitszeit angemeldet werden können. Das heißt, für uns war von Anfang an das Thema, wie können wir die Seniorinnengehälter weiterfinanzieren. Viele von den Oldies sind von Altersarmut betroffen, also sind auf den Zuverdienst angewiesen. Und das zweite Projekt, das sich dann gleich am Anfang ergeben hat, war so die Idee, irgendwas mit Internet. Ja, wir nehmen die Oma und die Rezepte und die Backskills und machen eine Online-Backplattform. Wir haben dann aus dem Umfeld insgesamt 55 Leute aktiviert, die mit uns ins Risiko gegangen sind, um das Studio zu basteln, Set-Design, Licht, Kamera, also alles Mögliche, was man eben für Content-Produktion braucht, eine Plattform von Null weg produzieren, Musik, die wir extra dafür aufgenommen haben. Wir haben dann dazu auch noch hier ein eigenes TV-Format produziert, 4 Printprodukte im Eigenverlag herausgegeben und auf der Streaming-Plattform eben Video-on-Demand-Backkurse, wie zum Beispiel Perlen der Wiener Mehlspeiskunst, Vegan-Backen mit der Oma, Weihnachtskekse, die Oma-Live-Backkurse, wo die Oma hier aus dem Studio live backt oder auch Oma at Home, wo von zu Hause aus Backwissen vermittelt wird. Natürlich haben da der ein oder andere irgendwie auch Herausforderungen gehabt, aber es gibt eine große Neugierde, also sich auch da eben der digitalen Welt irgendwie sich anzunähern. Zuerst war mal Lockdown, war eh klar. Und für uns war da auch ganz wichtig, das war ja noch, keiner hat gewusst, was ist mit dem Virus, dass einfach wirklich alle Seniorinnen, wir haben die auch schon vor Lockdown quasi abgezogen, dass jeder einfach auch zu Hause bleibt und vorsichtig ist. Wie es dann wieder losging im Sommer, haben wir die Seniorinnen, die haben dann an einem anderen Ort, also an unserem zweiten Standort quasi gebacken, das heißt auch abgeschirmt von den Gästen. Und so richtig mit den Sicherheitsvorkehrungen ging es dann weiter, wo dann das Testangebot startete für die Gastronomie. Also ich glaube, wir waren einer der ersten Betriebe, die das auch wirklich in Anspruch genommen haben. Und jetzt sind wir halt auch an einem Punkt, wo wir nicht nur einmal die Woche testen, sondern bei uns wird wirklich vor jedem Dienst muss jeder Mitarbeiter einen negativen Test vorweisen, damit einfach die Sicherheit gegeben ist. Wir haben eben zum 1.10. die Vollpension Backakademie gelauncht. Ein Produkt sind die Live-Backkurse, wo vielleicht kennt das jemand von der Yogastunde, wo man quasi im Zoom-Call an einer Yogastunde teilnimmt. Das Gleiche haben wir mit der Oma, die backt und Backwissen vermittelt, als Live-Format zum 1.10. gelauncht, um unsere Seniorinnen in Beschäftigung zu halten, die Gehälter finanzieren zu können. Und das hat jetzt so gut funktioniert, dass wir uns dazu entschlossen haben, diese Lösung zu öffnen für Omas aus aller Welt. Das heißt, es können sich Seniorinnen aus aller Frauenländer bei uns bewerben mit einem kurzen Video, mit Rezept, mit Lebenslauf. Und wir möchten somit
Menschen, die in Altersarmut leben, die Möglichkeit geben, einen digitalen Zuverdienst sich zu eröffnen und mit den jeweils lokal besten Rezepten sich eben was dazu zu verdienen.